Hallihallo zu einer weiteren Folge von Ist das erlaubt? Wir sind wieder angetreten, ich, André Feschke, und da drüben neben mir der Stefan Matte. Stefan Matte, wir wissen es inzwischen hoffentlich alle, ist Rechtsanwalt, hat über ein Jahrzehnt in Erfahrung in der Spielebranche, hat früher für die BPJM gearbeitet, hat früher für den Publisher Eidos gearbeitet, ist Lehrbeauftragter an der Universität Magdeburg und steht uns heute zur Verfügung für Rechtsfragen, ist übrigens tätig bei der Sozietät Poppe. Das habe ich die letzten Male vergessen zu erwähnen, falls irgendjemand mal einen guten Anwalt braucht, ja, und Better Call Stefan denkt, dann wisst ihr, wohin ihr euch wenden könnt. Heutiges Thema sind Online-Services aller Art und ich fange mal gleich an mit der Frage. Ich habe dich gar nicht begrüßt. Hallo Stefan. Alex, ich bin dabei. Es tut mir leid. Ich fange gleich mal an mit der ersten Frage. Und zwar, was ist, wenn ich mir ein Spiel wie World of Warcraft kaufe und dann laufen die Server auf einmal ein, zwei Wochen nicht mehr? Kann ich das Spiel dann zurückgeben? Das ist Teil 1 der Frage. Oder kann ich quasi fordern, dass mir dieser Betrag, den ich bezahle, damit ich monatlich spielen kann, in irgendeiner Form gutgeschrieben wird? Ja, ich finde gerade solche Fragen, da kommt eigentlich, wir Juristen haben so einen Begriff, der sowas immer gut beantwortet, das heißt Judiz. Das heißt, das rechtliche Gefühl, was gerecht oder nicht gerecht ist. Und oftmals werden so rechtliche Fragen gestellt, da denkt man, oh, Skandal, wie ist das rechtlich? Aber geht da mal selbst ran, kann ich den Nutzern quasi oder unseren Zuschauern nur anraten. Was würdet ihr fair finden? Und da kann man ja so sagen, da hängt es vom Einzelfall ab, wenn ein Spiel sehr, sehr lange überhaupt nicht läuft, dann muss es selbstverständlich Geld zurückgeben. Wenn ein Spiel mal ein paar Tage nicht läuft, obwohl es über Jahre läuft und so weiter, wissen wir alle, eine Software ist nie fehlerfrei, wissen wir alle, Server können mal überlastet sein oder abstürzen oder was weiß ich, dann wiederum würde ich sagen, damit muss ich leben. Das Ganze rechtlich aufgehangen wäre dann immer die Frage, liegt ein Mangel vor? Die Fans und Gucker dieser Serie wissen inzwischen, das haben sie sehr oft gehört, was ist ein Mangel? Also das, was ich vereinbare oder üblicherweise vereinbart wird und das, wie es tatsächlich ist, muss identisch sein, sonst haben wir einen Mangel. Also wenn ich ein Online-Spiel kaufe, da Mitglied werde, wie auch immer, was kann ich im Normalfall erwarten? Und da muss ich, würde ich jetzt sagen, auch damit rechnen, dass es mal der Server down ist und dass es mal irgendwie Probleme gibt und dann aber in der meisten Zeit flüssig läuft. Und den Einzelfall muss ich dann eben immer schauen, ist es zu lang oder ist es noch okay? Das ist dann eine Fallfrage. Mhm. Eine ganz ähnliche Frage ist tatsächlich, wenn ich mir jetzt ein Spiel wie Destiny kaufe und dann läuft aber ein anderer Dienst nicht, auf den das Spiel angewiesen ist, in dem Falle zum Beispiel das PSN oder Xbox Live. Wenn ich mich da in irgendeiner Form wiederum beschweren will oder wenn ich quasi mich dagegen wehren möchte, wo muss ich dann hin? Ja, kann ich dann sagen, ich will das Spiel zurückgeben, das ja aber Bungie gemacht hat, weil diese Server alle nicht laufen? Oder muss ich dann aber sagen, nee, die können nichts dafür. Sony, die dieses PSN betreiben, oder Microsoft, die das Xbox Live Network betreiben, die sind ja eigentlich schuld und die müssen mir da irgendeine Art von Erstattung leisten. Der fortgeschrittene Rechtslaie weiß ja inzwischen, dass ich Ansprüche immer nur gegenüber meinem Vertragspartner geltend machen kann, sprich dem, der mir das verkauft hat. Wenn ich es direkt beim Hersteller oder Publisher oder wie auch immer kaufe, ist es natürlich einfacher, aber wenn ich es jetzt über einen Mittler, einen Online-Dienst oder im Laden kaufe, dann ist das eben mein Ansprechpartner. Das ist schon mal die erste Frage, an wen wende ich mich? An den, dem ich das Geld dafür gegeben habe. So, und dann ist wieder die Frage, liegt ein Mangel vor? Wer hat den zu vertreten, ist dann eigentlich sekundär. Also sprich, wenn das Ding nicht läuft und eine Software, ein Spiel setzt auf einem bestehenden Netz auf und das funktioniert nicht, dann kann es mir als Kunde erstmal völlig egal sein, ob es nun am Netzwerk oder an der Software liegt, weil ich sage, ich habe hier etwas gekauft und das funktioniert nicht, also möchte ich mein Geld zurück. Das wäre für mich so erstmal die erste Lösung, denn sonst ist man ja verstrickt in der ganzen Sache. Weder muss ich dem Entwickler beweisen, dass er da was falsch programmiert hat, noch dem Netzwerkbetreiber irgendwie, dass da die Fehler sind, das kann ja auch nicht meine Aufgabe sein. Das muss schon der mir das verkauft, sicherstellen, das ist sein Job, das ist im Preis, der ja nicht unerheblich ist, mit drin, dass das alles läuft. Ich will ein laufendes Spiel kaufen, ich bin nur Kunde und wenn es nicht läuft, will ich gefälligst mein Geld zurück oder Minderung oder was auch immer. Jetzt habe ich in dem Fall aber ja eigentlich beiden Geld bezahlt. Also ich bezahle ja Sony, nehmen wir mal Sony als Beispiel, für das PlayStation Network im Monat und ich habe aber auch für Destiny meine einmalige Zahlung an Activision geleistet. Gut, okay, dann würde ich, wenn das so läuft, in der Tat bei beiden knapsen. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn das Spiel nicht läuft, volle Spielgebühr im Zweifel zurück. Erstmal natürlich vielleicht fragen, könnt ihr das irgendwie hinkriegen, dass es läuft? Wenn nicht, will ich mein Geld zurück. Und das Netzwerk, da muss ich immer gucken, ich benutze es ja vielleicht auch für andere Spiele. Also was wäre denn da fair? Wenn ich es nur für diese Spiele eingerichtet habe, für nichts anderes nutze, was ja auch beweisbar und nachweisbar ist, dann würde ich eventuell sogar sagen, dann kann man auch da einen Rücktritt erklären und sagen, ihr bewerbt das ja auch zusammen, ihr
erlaubt denen ja, dieses Spiel auf eurem Netzwerk spielen zu können. Dann will ich euer Netzwerk aber auch nicht haben, wenn ich das Spiel darauf nicht spielen kann und will auch da mein Geld zurück. Das wäre auch möglich, durchaus. Mhm. Jetzt gibt es immer wieder Fälle, wo diese Netze mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zusammenbrechen. Ja? Wir wissen, dass wenn ein neues Add-on zu World of Warcraft erscheint, wahrscheinlich die Server nachts irgendwann um 12, wenn das Ding zum ersten Mal freigeschaltet wird, in die Knie gehen. Und wir haben auch immer wieder gesehen, dass über Weihnachten, wenn ganz viele neue Spielkonsolen unter den Weihnachtsbäumen stehen und all die glücklichen Menschen ihre Spiele auch online ausprobieren wollen, auf einmal die zuständigen Netzwerkdienste nicht mehr erreichbar sind. Kann ich irgendwo sagen, so Entschuldigung, ich bezahle meine unglaublichen, keine Ahnung, 60 Euro oder wie viel im Jahr für PSN oder Xbox Live. Ich will jetzt einen Teil von diesem Geld zurück, weil ihr wusstet, dass da so viele Leute kommen und ihr habt keine Vorsorge getroffen, damit es läuft. Auch wenn es nur ein paar Tage waren. Ja, also als allererstes, wenn man dann zu mir kommt, egal in welchem Fall, frage ich eigentlich immer, was willst du denn genau? Also was ist es, was du willst? Und wenn jetzt ein Spieler sagt, ich will das Spiel spielen, das Spiel ist super, ich finde es total doof, dass das Spiel nicht läuft, dann kann ich nur sagen, ja, das kann ich dir nicht verschaffen, weil es läuft so, wie es läuft. Schreib Leserbriefe, wende dich an die Magazine und mach die Hölle heiß oder kauf das nicht mehr und bring so den Publisher dazu, es ist besser lauffähig zu machen. Aber wenn du es wirklich spielen willst, dann musst du da durch. Wenn hingegen der Punkt ist, nein, ich finde es unverschämt, ich möchte es gerne spielen, aber ich möchte zumindest nicht für etwas zahlen, was ich nicht nutzen kann. Ist das auch sehr legitim? Dann würde ich sagen, da gucken wir mal, was man machen kann. Ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Der Betreiber sitzt sonst wo, die antworten nicht und dazu klagen, ist alles ganz schwierig. Da kommen wir mal irgendwann mal zu, wie das praktisch durchsetzbar ist. Aber theoretisch rechtlich hätte ich einen Anspruch durchaus, wenn es nicht absolut üblich ist, dass gerade bei der Neueinführung eines Add-ons und so weiter der Andrang sehr groß ist. Ist nun mal so, aber wenn der erwartbar groß ist und trotzdem alles vom, also nicht mal die Hälfte der Leute hätte der geschafft, dann muss man wirklich sagen, dann ist das ja fast schon arglistig, jedenfalls mindestens irgendwie fahrlässig und dann ist das einfach auch ein Mangel, dass das nicht spielbar ist, man hätte es hinkriegen können und dann kann ich mindern. Wie viel ist dann die große Gretchenfrage? Also muss man einen angemessenen Prozentsatz finden? Ich sag mal so, wenn ich für einen Monat Summe X bezahle und davon geht das drei Tage nicht, dann hole ich mir 10% der Summe X wieder. Das wäre ein einfacher Fall. Aber in den anderen Fällen, wenn es mal so und mal da wieder und ich kann es ein bisschen spielen und vielleicht langsamer oder so, da wird es natürlich schwierig. Aber im Zweifel muss man einfach mal einen Betrag fordern, mal gucken, was passiert, ob der Publisher, der Spielbetreiber da vielleicht ja doch drauf eingeht. Mhm. Und du hast schon gesagt, wenn das jetzt quasi sehr langfristig ausfällt, dann ist es relativ eindeutig. Bei einem Ausfall von so ein paar Tagen oder so muss ich das gegebenenfalls hinnehmen. Hast du selber eine Meinung oder so einen groben Faustregel ab? Wo wird es, ist so ein Ausfall so schlimm, sage ich mal, dass ich da sagen kann, ich erwarte jetzt, dass ich in irgendeiner Form dafür kompensiert werde? Also eine Faustregel gibt es nicht. Also erstmal würde ich gerne noch sagen, man muss natürlich auch gucken, woran liegt der Ausfall denn? Also im Normalfall ist es einfach irgendwie zu wenig Serverkapazität, zu wenig Leute rangesetzt oder verbuggte Software. Das ist was anderes. Aber es wäre ja theoretisch denkbar, dass es auch höhere Gewalt ist. Ich sag mal, in Amerika irgendwie diese riesen Schneestürme, da gehen irgendwelche Leitungen zu Bruch und da fällt ein Service aus. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Solche höhere Gewalt, da kann keiner was für, da muss ich eventuell damit leben, dass dann auch solche Sachen passieren. Wird in der Praxis sehr selten vorkommen, ich wollte es nur mal gesagt haben. Mhm. So, Normalfall irgendwie vermeidbare Probleme, damit dann auch Mängel. Da muss man einfach das Verhältnis zwischen was bezahle ich zur Zeit setzen. Also wenn ich zum Beispiel 60 Euro pro Monat zahle, dann sind das pro Tag im Schnitt 2 Euro. Und dann kann eben schon ein, zwei Tage massiver Schaden sein, weil 2, 4 Euro sind für 16-Jährigen auch nicht, oder auch für jeden, nicht wenig Geld. Hingegen, wenn ich sag mal 10 Euro im Monat zahle und das ist ein paar Stunden down, dann ist das sicherlich nichts, wo ich jetzt groß Forderungen aufstellen kann. Also da muss man einfach gucken nach Umfang und Geld im Verhältnis. Da jetzt eine Formel kann ich nicht sagen, aber immer wenn es in die Tage geht, ist es schon mal schlecht, sag ich mal. Stunden, mal eine Nacht, mal einen Abend, vielleicht auch mal ein Wochenende gehört dazu, aber dann auch wieder nicht jeden Monat zwei Tage. Das wäre natürlich genauso falsch und nicht hinnehmbar. Mhm, wunderbar. Ja, das war's für die heutige Folge über Online-Dienste. Was wir in der nächsten Folge genau behandeln, das wissen wir noch nicht. Jetzt sind wir nämlich quasi wieder am Ende von so einem Block von Fragen, die wir am Stück aufgezeichnet haben. Und wir haben schon natürlich fleißig gesammelt, was für Fragen wir in Zukunft beantworten. Aber wie immer gilt,
gilt. Schreibt uns in die Kommentare, worüber wir in Zukunft reden sollen, was euch interessiert, auf welche Fragen ihr dringend eine Antwort haben möchtet und wenn ihr auch sonst irgendwelche Vorschläge habt, was wir noch an der Sendung verbessern können, schreibt uns, wir lesen uns das alles durch. Das war's für dieses Mal. Stefan, wie immer, vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Genau, und wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dann.